Das hier, liebe GameThrough-Leser, ist Jackie Estacado, der Held von The Darkness. Dieser Typ ist nicht nur ziemlich finster angezogen, sondern hat auch ein paar echte Probleme. Zum einen will ihn sein Mafia-Onkel Paulie am liebsten mit Betonfüßen auf dem Meeresgrund sehen. Zum anderen lief sein 21. Geburtstag nicht unbedingt planmäßig. Pünktlich zur Volljährigkeit in Amerika manifestiert sich nämlich die Finsternis in seinem Körper, die ihm einige unangenehme Nebenwirkungen beschert. Ihm wachsen Tentakel und eine innere Stimme befiehlt ihm, möglichst viele Menschen zu töten. Jetzt hat es der gute Jackie nicht nur mit den Schergen seines Onkels zu tun, sondern muss auch noch mit seinen inneren Dämonen klarkommen. The Darkness ist ein Spiel von den Starbreeze Studios aus Schweden. Wem das nicht sagt, das ist die Entwicklerschmiede, die uns auch das hervorragende Chronicles of Riddick für die alte Xbox beschert haben. Und wer das gespielt hat, dürfte sich bei The Darkness sofort wohlfühlen. Bei diesem Spiel handelt es sich nämlich um eine Mischung aus Action-Gewitter mit Horror-Einlagen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Story, die wie schon bei dem Abenteuer um den glatzköpfigen Vin Diesel in einzigartiger Weise erzählt und vorangetrieben wird. Es gibt insgesamt 5 große Kapitel. Hauptschauplatz dieses Abenteuers ist New York. Bis auf wenige Ausnahmen lebt ihr alles aus der Ego-Perspektive. Jeder Charakter, und sei er noch so unwichtig, reagiert darauf, wie ihr euch verhaltet und versorgt euch mit Infos, pöbelt euch an oder versucht euch sogar im schlimmsten Fall auszurauben. So klappert ihr die einzelnen Levels per U-Bahn ab, in den Stationen quatscht ihr mit den Leuten und fahrt zu den handlungsrelevanten Orten. Dort gibt es dann entweder Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive oder es geht in eiskalten Shootouts zur Sache. Wir wollen von der dramatischen Geschichte nicht allzu viel verraten. Nur so viel. Ihr werdet euch in eine Schlacht begeben, die euch nicht nur einmal an die Grenzen des Erträglichen führt. Während ihr euch mit dem Mafiosi herumschlagt, flüstert euch die wahnsinnige Stimme der Finsternis immer ins Ohr, dass ihr mehr und mehr Menschen töten sollt, um die Dunkelheit in Jackies Seele zu befriedigen. Die Shootouts selbst laufen relativ straight up. Im Spiel gibt es Schrotflinten, MGs und Pistolen, die ihr von euren besiegten Feinden aufsammelt. Eine Zielhilfe sorgt dafür, dass ihr eure Gegner auch über größere Distanzen hinweg erwischt. Allerdings sind auch eure Widersacher geübte Schützen. Deckungssuchen ist also angesagt. Eine Lebensenergieanzeige gibt es nicht. Sobald ihr mehrere Treffer einstecken musstet, färbt sich euer Sichtfeld rot und kurz darauf liegt ihr reglos am Boden. Also wie gesagt, es zählt vorsichtiges Vorgehen. Eine ganz entscheidende Rolle spielt hier auch wieder die Finsternis. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr diese einsetzen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, kann sich euer neuer innerer Begleiter nicht so recht mit hellen Arealen anfreunden. So solltet ihr euch regelmäßig darum kümmern, entweder die Lichter in den Levels auszuschießen oder euch in dunklen Ecken aufzuhalten. Hier aktiviert ihr dann mit der linken Schultertaste die Finsternis. Ist diese quasi angeregt, wachsen euch Tentakel. Diese dürft ihr gerne einsetzen, um besiegten Feinden die Seele aus dem Körper zu fressen. Je mehr Seelen ihr vernascht, desto stärker werden eure Kräfte. Zusätzlich dürft ihr, wenn ihr eure Tentakel angelegt habt, die sogenannten Darklings beschwören. An bestimmten Punkten in den Levels tauchen dann kleine Löcher auf. Anfangs lässt sich nur eine Darkling-Gattung beschwören, insgesamt gibt es aber 4 Arten der kleinen Helfer. Ihr habt dann die Auswahl zwischen Schützen, Berserkern, Lichtkillern und einem Kamikaze-Darkling. Der Schütze zückt in Windeseile eine Gatling-Gun, wenn er einen Gegner sieht. Der Berserker erledigt kleine Aufgaben für euch, zum Beispiel schiebt er schwere Gegenstände weg, die euren Weg blockieren. Der Lichtkiller knipst Lichtquellen und Feinde aus und der Kamikaze-Darkling sprengt entweder Blockaden oder auch gerne mal Gegner einfach in die Luft. Zwar reagieren die Darklings selbstständig auf eure Umwelt, soll heißen, sie erkennen schon, was in einer bestimmten Situation getan werden muss, ihr könnt sie aber auch mit dem X-Knopf von einer Stelle dirigieren. Kommen sie aber mit direktem Licht in Verbindung, schwächt sich ihre Energie, bis sie letztendlich in Rauch aufgehen. Das gleiche gilt für feindlichen Beschuss. Stecken die Darklings zu viele Treffer ein, könnt ihr sie abschreiben. Neben den kleinen Helferchen wisst ihr euch auch selbst zu helfen. Im Laufe des Spiels entwickelt Jackie einige Fähigkeiten, die es in sich haben. Zum Beispiel kann er einen Tentakel losschicken, um durch kleine Öffnungen zu kriechen und verschlossene Türen zu öffnen. Oder aber er aktiviert den Tentakelarm, der schwere Gegenstände wegschiebt oder Feinde durch die Luft wirbelt. Die heftigste Art ist aber das schwarze Loch, das alles und jeden in sich aufsaugt, das in seiner Nähe ist. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, ist ja cool, dann aktiviere ich immer das schwarze Loch und knack das Spiel in kürzester Zeit. Wir meinen Pustekuchen. Denn irgendwas lassen sich die Gegner immer einfallen. Zum Beispiel aktivieren sie auf einmal Flutlichter, damit eure Darkness-Fähigkeiten den Bach runtergehen. Ihr müsst euch also immer darauf einstellen, mit völlig neuen Situationen konfrontiert zu werden.
Und weil wir gerade bei neuen Situationen sind, zweimal im Spiel werdet ihr eine Dimension besuchen, die wie eine Mischung aus Hölle und niemals enden wollendem Weltkrieg daherkommt. Was ihr dort macht, wollen wir euch nicht verraten. Allerdings geht es hier weitaus düsterer und gruseliger zu als in echt New York. Hier kämpft ihr zum Beispiel nicht gegen Mafiosi, sondern Dämonensoldaten, die auch dann immer wieder aufstehen, wenn ihr ihnen nicht die Seele aus dem Leib lutscht. Hier entwickelt sich das Spiel dann auch vom Mafia-Action-Drama zum Clive Barkerschen Mystery-Horror. Ihr seht schon, bei The Darkness kommen viele Elemente zusammen. Aber ihr könnt euch sicher sein, alle diese Elemente passen perfekt zusammen. Das liegt eindeutig an der einzigartigen Inszenierung. Ihr habt wirklich das Gefühl, Jackie Estacado zu sein. Alles, was ihr erlebt, bringt euch ins Grübeln, macht euch sauer und in manchen Fällen sogar zutiefst traurig. Es ist die Art, wie ihr die Umwelt durch Jackies Augen erlebt, die The Darkness zu einem Spiel machen, das man gezockt haben sollte. Und gerade die glaubwürdigen Charaktere und die spannende Story werden dafür sorgen, dass ihr nicht aufhören werdet, bis der Abspann nach knapp 12 Stunden über dem Bildschirm fliegt. Grafisch gibt es bis auf kleine Mängel fast nichts zu kritteln. Die Areale, egal ob in New York oder im Jenseits, sind unglaublich atmosphärisch und toll in Szene gesetzt. Der brillante Sound mit den genialen Musikstücken und den englischen Sprechern tut sein Übriges, dass ihr euch wie in einem furchtbar abgefahrenen Film vorkommt. Eine glasklare Dolby-Digital-Abmischung sorgt dafür, dass ihr jeden Soundeffekt, jeden Seufzer aus allen Boxen hören werdet. Den Höhepunkt stellt hier aber der ehemalige Faith No More-Sänger Mike Patton dar. Wie er der Finsternis seine Stimme leiht, geht eigentlich auf keine Kuhhaut mehr. In der Welt von The Darkness ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Zum einen wäre hier die durchwachsene KI der Darklings zu nennen, zum anderen gibt es Momente, in denen das Spiel mit Tentakel, Levelarchitektur, Gegnern, Darklings und Effekten etwas überfordert ist. So gerät das Geschehen schon mal für kurze Zeit ins Ruckeln. Auch die Zielhilfe bei den Shootouts könnte etwas präziser reagieren. Davon abgesehen ist The Darkness aber ein Musterbeispiel für tolle Inszenierung und Storytelling, ein erbarmungsloses Actionspektakel und insgesamt ein virtueller Thriller der Extraklasse. Es ist wirklich schade, dass wir euch von einigen hammercoolen Momenten nichts erzählen können, um nicht den Überraschungseffekt zu ruinieren, aber glaubt uns, ihr werdet mehr als nur einmal vor der Glotze sitzen und einfach nur fassungslos den Kopf schütteln. Den Kopf geschüttelt hat auch die USK, was die Gewaltdarstellung betrifft. Für die deutsche Version mussten einige Änderungen vorgenommen werden. Zum Beispiel fehlt das Blut oder besonders brisante Aktionen wie Herz rausreißen. Was genau geändert wurde, lest ihr im Begleittest. Wer Riddick mochte, wird The Darkness lieben und auch alle anderen, die einen Draht zu düsteren Action-Orgien haben, werden das Spiel verschlingen. Herzlichen Glückwunsch, Starfree, solche Spiele wollen wir bitte häufiger haben. Übrigens, nach dem Hauptspiel dürft ihr euch noch mit den zahlreichen Boni beschäftigen. Hier gibt es zum Beispiel die erste Ausgabe des Comics in voller Länge oder coole Animationen zu den Artworks. Aber auch ein Multiplayer-Modus wartet auf euch. Diesen konnten wir aber leider noch nicht testen, das reichen wir nächste Ausgabe nach. Ebenso wie ein Test der PS3-Version, die hat es nämlich auch nicht rechtzeitig in unser Testlabor geschafft.